Hi und herzlich willkommen bei Photoshop Arts. Hier ist mal wieder euer Live und wir haben heute folgenden Quick-Tipp und zwar stufenlose Verläufe. Jeder von euch kennt das Problem, wenn ihr einen Verlauf zieht und ihr habt Stufen drin und ich kläre euch heute auf, wie man das verhindern kann. Da oben haben wir die Option, sie nennt sich Dither und wenn wir diese mal ausschalten und einen Verlauf ziehen auf einer neuen Ebene, dann könnten wir das Ganze sehen, ja, wenn wir jetzt ranzoomen, hier haben wir diese tollen Stufen, das ist jetzt noch nicht ganz so gut sichtbar. Deswegen dunkle ich die Ebene mal ab, unsere Hintergrundebene, indem ich sie mit den Kurven am Weißpunkt nach unten ziehe. Gut, jetzt machen wir uns nochmal eine neue Ebene und ziehen mit dem Verlaufswerkzeug nochmal einen Verlauf. Und ja, da sieht man es doch wunderbar. Mit dem Dither ausgeschaltet haben wir extremste Stufen in unserem Verlauf. Und wenn wir das Ganze jetzt mal anschalten, machen wir uns einfach noch eine Ebene und ziehen damit den Verlauf, seht ihr, die Stufen werden einfach schon viel besser reduziert. Und dass wir jetzt noch leichte Abstufungen haben, liegt daran, dass wir auf einem dunklen Hintergrund einen schwarzen Verlauf ziehen und dazwischen nicht mehr viele Tonwertstufen liegen. Denn ihr wisst, es gibt nur 256 Graustufen pro Kanal und da wir im Moment nur eine Farbe haben, im Prinzip, mit der wir arbeiten, also schwarz-weiß, also einen Luminanzwert, haben wir hier nicht so viele Optionen, die Stufen zu reduzieren. Auf Farbe geht das natürlich noch besser. Und ja, wie ihr seht, beim Close-Up, wir haben hier im Verlauf gerade Abtrennung zwischen den Stufen. Und wenn wir überwechseln zum Dither, dann müssen wir natürlich noch weiter reinzoomen. Ja, okay, das sieht man jetzt auf dem Dunklen natürlich auch nicht. Dann sollten da eigentlich kleine Störungen auftreten. Ich zeige euch das mal mit dem radialen Verlauf. Wir stellen hier auf Radial und schalten den Dither an. Ich mache das Ganze mal etwas größer. Wenn wir jetzt reinzoomen, seht ihr, hier die Kanten sind nicht komplett gerade, sondern leicht eckig. Beziehungsweise sie haben einen leichten Störungsfilter drüber gelegt, sozusagen, um sozusagen den Effekt von mehr Stufen vorzutäuschen. Wenn wir den Hintergrund jetzt etwas heller machen, bekommen wir natürlich die Option von mehr Stufen und ihr seht, das Ganze sieht auch wesentlich flüssiger aus als bei einem normalen Verlauf. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tipp helfen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Live.